Hallo YouTube! Sich selbst aufnehmen ist gar nicht so einfach, wie man bei den ganzen Vloggern denken könnte. Das ist jetzt mein... Ich will nicht wissen, wie viel der Versuch, aber jetzt muss es funktionieren. Ihr kennt mich unter meinem Pseudonym Desktop Observer. Darauf belassen wir es erstmal. Und ihr habt bisher nur Zeichenvideos von mir sehen können, weil ich noch nichts anderes gemacht habe. Das letzte Jahr war ich ziemlich inaktiv aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt keinen einfachen Grund dazu. Okay. Aber ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ziemlich schade wäre, dieses kleine Projekt, was aus Langeweile in einem Ferienzeitraum entstanden ist, verrotten lasse. Deshalb dachte ich mir, ich belebe diesen Channel wieder und werde ein paar Dinge anders machen. Gleich zum Start. Ich arbeite gerade, also ich konzipiere gerade noch Aufbau von mehreren Tutorials, unter anderem einem Tutorial zum Drachenzeichnen, wie das oft gewünscht wurde von euch und von ganz vielen anderen Leuten, was ich auch sehr gerne mache. Und ein paar kleine Videos zu Techniken zeichnen, wie man zum Beispiel mit Wasserfarben umgeht oder wie man alles aus seinem Bleistift rausholt. Ein paar kleine Tipps und Tricks, die ich halt in der langen Zeit, in der ich jetzt zeichne und male, gelernt habe. Einfach sowas. Ich bin kein Profi, ich bin jetzt gerade endlich dem Schritt bin ich näher gekommen. Ich bin meinem Traum, vielleicht irgendwann mal ein professioneller Illustrator, Illustratorin, Zeichner, also mit dem, was ich eigentlich immer mache, meine Brötchen zu verdienen, ein Stückchen näher gekommen und habe eine Ausbildung angefangen zum Grafikdesigner, Designerin, ihr Gender, Menschen da draußen, es ist mir so egal. Und ich bin ein kompletter Amateur bisher. Das heißt, ich habe alles, was ich gelernt habe, entweder mir selbst beigebracht oder mir angelesen oder von YouTube-Videos selbst gelernt. Und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Channel überhaupt angefangen habe. Bevor ich jetzt abschweife und gleich das nächste Video hier drin eigentlich anfange zu erklären und so, wollte ich euch bitten, falls ihr Ideen habt oder Wünsche, zum Beispiel, mach doch ein 3-milliardstes Video, wie man ein menschliches Auge zeichnet, das möchte ich gerne sehen. Schreibt es mir entweder in einer Nachricht, wobei ich nicht so gewissenhaft bin und ich glaube, es wird mir eher angezeigt, wenn ihr was kommentiert. Probieren wir das aus. Ich war noch nie ein aktiver YouTuber. Mal gucken, wie das so ist. Okay. Außerdem habe ich vor, die Videos etwas regelmäßiger erscheinen zu lassen als 2-mal im Jahr. Ich hoffe, ich kann dieses Versprechen halten. Ich habe auch schon ein paar kleine Videos aufgenommen. Das Problem ist immer, dass das meist so 4 bis 5 Stunden Videomaterial sind, die ich dann in ein kleines Format quetschen darf und dann guckt sich das eh keiner an. Aber ich mache es trotzdem. Vielleicht, naja, mir macht Spaß, dazu zu gucken. Also falls ihr Ideen habt, schreibt mich an. Ich wollte nur sagen, dieser Channel ist nicht tot und er wird auch bald lebendiger sein. Joa, in dem Sinne einen schönen Tag noch. Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss.